Wir sind in einem Wald bei Ruppichteroth. Hier wurden Eichen und Buchen gefällt. Das ist heute der Einsatzort von Hubert Zimmermann und seinem Brabanter Kira. Ihr Auftrag? Für den Waldbesitzer die gefällten Baumstämme aus dem Wald transportieren. Das Geschirr hilft dem Tier, die bei der Arbeit entstehende Last gleichmäßig zu verteilen. An dem Geschirr ist die Forstkette befestigt. Mit ihr rücken Hubert und Kira das Holz an den Weg. Sie kann dabei bis zu 170 Kilo ziehen. Den kompletten Arbeitstag. Das Kaltblut scheint mühelos über die Äste und Sträucher zu laufen. Hubert und Kira sind ein eingespieltes Team. Die Stute hat die Kraft und Hubert sucht den kürzesten und sichersten Weg aus. Verträgt das Tier die Belastung wirklich so gut? Also ich empfinde es nicht als Tierquälerei. Die Tiere sind dafür gezüchtet worden, um arbeiten zu müssen oder zu wollen. Die haben in den 50er Jahren und in den 40er Jahren nur mit Tieren gearbeitet. Das heißt also, die Tiere sind es eigentlich gewohnt. Es gibt mit Sicherheit überall schwarze Schafe, aber unsere Tiere gehören zur Familie. Das heißt also, ich sorge genauso, wie die für mich sorgen. Kira kann waldschonend arbeiten, weil sie agil ist und präzise Befehle ausführen kann. Umherstehende Bäume und junge Pflanzen werden kaum beschädigt. Auch der Boden bleibt weitestgehend unbeschadet. Kira benötigt keine Rückegassen und kann auch auf unwegsamem Gelände arbeiten. Klimaschädliche Abgase setzt sie dabei nicht frei. Dafür kann Kira nur leichtere, lange oder kürzere, schwere Baumstämme ziehen. Außerdem braucht Kira länger als Rückemaschinen. Daher werden Vorwader und Forstschlepper in der Holzernte bevorzugt eingesetzt. Ja, zur aktuellen Auftragslage ist folgendermaßen. Man hat zwar seine Arbeit, aber die Arbeit, die mal war, wie vor 5, 6 Jahren, die ist leider nicht mehr. Es sind leider immer mehr Maschinen, wo auch keine Rücksicht mehr genommen wird. Das heißt also, letztendlich wird das Pferd irgendwann ganz von der Bildfläche verschwinden. Wir haben von der IGZ eine Umfrage gemacht vor 3 Jahren. Da waren noch 150 Hauptaktive, also im Haupterwerb arbeitende Pferderücker. Und dieses Jahr waren es nur noch 50. Also abzusehen ist, dass, wenn es so weitergeht, der Beruf ausstirbt. Für Hubert und sein Arbeitstier gibt es noch genug Aufträge. So kann in manchen Wäldern durch den Einsatz von Rückepferden wie Kira eine waldfreundlichere Holzernte ermöglicht werden. Für Hubert zählen aber auch andere Werte. Also die Freude mit den Pferden ist, man sieht am Ende des Tages, was man geschafft hat. Man ist eine Einheit, die Tiere und der Mensch. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß zu sehen, wie die Tiere sich für einen auch opfern. Das heißt also, wenn man irgendeine Arbeit hat, wie schön und wie kräftig die anpacken können. Und das macht einem immer wieder, da geht einem das Herz auf, wenn man sieht, wie fleißig so Tiere arbeiten können. Nach einigen fleißigen Stunden kommt der letzte Stamm am Polter an. Hubert Zimmermann und Kira sind fertig und können nach Hause fahren. Für heute ist ihre Arbeit getan.